Nein, ich will noch nicht Raid. Ich will noch ein bisschen Mogi. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Gib uns noch ein bisschen Mogi. Herzlich willkommen zu Mogis Daily Heroic, meinem Nerd-Tagebuch, nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr habt eben den Jingle gehört, das ist zumindest mal was mit eigenem Gesang und gut, ein bisschen kopiert und so, aber ja, ich suche immer noch einen Jingle, heißt das sozusagen. Also perfekt ist das noch nicht, aber derjenige, der mir das geschickt hat, schon mal riesen Dank dafür. Hat mir auch dazu geschrieben, halt, ja, es ist das erste Mal und sowas und das heißt, ich suche immer noch eins. Mich haben zwar schon ein paar angeschrieben, die halt meinten, ja, sie brauchen noch ein paar Tage und dann würde ich was bekommen und so. Aber ja, ich bin da immer relativ skeptisch. Also ich nochmal der Aufruf an euch. Ich brauche einen Jingle für meinen Podcast. Ich habe keinen. Also was heißt Jingle? So ein Intro, möglichst mit einem selbstgesungenen Text, ein selbstgemachtes Lied dahinter. So, das haben wir. Dann würde ich sagen, gehen wir so ein bisschen auf den Progress ein. Erstmal zumindest. Also ein 7 von 8 ist immer noch nicht passiert. Da wir heute schon Dienstag haben, heißt das, die ID wird sozusagen halten oder hat überlebt. Und wir müssen auf die nächste ID warten. Ich guck gerade nochmal, bei den deutschen Kills ist noch ein bisschen was dazugekommen. Genui, Organized Confusion hat zum Beispiel auch noch gekillt. Ich glaube, das war's dann aber auch schon. Ich habe ein bisschen Kritik bekommen, worüber ich mich freue, zu meinem Progress-Tagebuch. Zu meinem Progress-Tagebuch, das stimmt ja gar nicht, ja. Sondern zu meinem Daily Heroic. Da wurde gesagt, dass ich ja eigentlich ein bisschen wenig zum Progress sage und so. Beziehungsweise, dass ich, dass ich halt nicht so auf die Bosse eingehe, aber eigentlich wüsste ich ja doch Bescheid vom PTR her und so. Außerdem, gestern ist, nachdem ich das Daily Heroic von gestern aufgenommen hatte, das nur mal so zur Erklärung, ich nehme das immer so momentan gerade so um 12 Uhr auf, und wenn dann eine News immer um 2 Uhr in der Nacht rauskommt, ihr das Daily Heroic dann aber erst am nächsten Morgen hört, beziehungsweise erst am nächsten Morgen auf der Seite ist, ja, dann hatte ich diese Info halt noch nicht. Also ich nehme das, wie gesagt, immer nachts auf. Und zwar, Deathwing wird schon genervt, ja. Also ich denke, dass die HP vielleicht gar nicht so das Problem sind. Ja, also, wobei man sagen muss, also so generell, genauere Infos, manaflas.com, lest euch die News durch. Ich sage jetzt mal pauschal 10% Nerf, ja. Wobei bei Deathwing, zumindest wenn ich mich nicht verlesen habe und wenn ich das nicht falsch verstanden habe, da könnt ihr mich korrigieren, sind es ja eigentlich dann für die Seen. Also auf den Seen, wenn man die Platte wegspringen will, das ist ja das doch krass Interessante. Das muss man ja dreimal schaffen. Und 3x 10% sind in dem Prinzip, ne, 30% HP sozusagen. Das ist schon eine ganze Menge Holz, ne. Ich finde den Nerf etwas verfrüht und meine Vermutung ist, warum das Ganze überhaupt so lange dauert, dass der Kill da zustande kommt. Wobei ich das aber auch jetzt nicht so, also es ist ja kein Wissen von mir, sondern meine Vermutung ist, oder ich habe den das zumindest so empfunden auf dem PTR, dieser Absorb, die Buff, den die Tentakeln casten, das ist super heftig, ja, das geht sowas von ins Heiler-Mana, und dann haben diese, wenn man die Platte wegsprengen will, mit einmal um DPSen, das geht fast kaum, ja, also glaube ich zumindest, geschweige denn irgendwie mit zweimal wird es, glaube ich, schon knapp. Wobei jetzt der Nerf, glaube ich, dazu verhelfen könnte, dass man mit zweimal die auch wegbekommt irgendwie. Also das ist meine Vermutung. Das heißt, also diese Tentakeln casten ja immer so einen Heal-Absorb auf den Targets, einen Debuff. Und das muss man gegenheilen. Ja? Das ist im Heroiken-Mod wirklich ziemlich krass gewesen, meiner Meinung nach. Vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß allerdings nicht, ob der HP-Nerf jetzt
Also natürlich macht es einfacher, das steht außer Frage, aber ich weiß nicht, ob der das dann unbedingt jetzt killbarer macht. Das kann ich schlecht einschätzen, aber ich denke mal, jetzt hat man eine ID mehr Loot. Nächste Woche wird man dann nochmal die Bosse davor im Hard-Mode clearen, also jetzt die kommende ID, die beginnt ja jetzt quasi schon, wahrscheinlich wenn ihr es hier hört, ist es sowieso schon alles, hat sowieso schon wieder alles begonnen. Das heißt, man hat eine ganze ID mehr Loot nochmal oben drauf. Ja, ich denke, dass es dann auf jeden Fall möglich wird, diese Platten besser abzusprengen. Ja, das sollte dann ja besser funktionieren. Der Heal-Absorb ist aber, glaube ich, immer noch so hoch. Ja, meine Einschätzung ist trotzdem, ich lege mich fest, nächste Woche wird er getötet. Zumindest von den Gilden, die diese Woche denn schon üben konnten und schon angehen konnten. Die ganzen Chars werden ja jetzt auch wieder entbannt. Das heißt, Paragon wird wahrscheinlich im 25er-Modus dann erstmal ein bisschen unterwegs sein. Und ja, ich gehe davon aus, also ich setze alles auf eine Karte. Ich sag Paragon macht's. Bin mir da auch ziemlich sicher. Ich glaube, die Jungs und Mädels sind da, die rasten einfach wieder aus, ne? Die Verrückten finden und dann ist gut. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der Heal-Absorb-Debuff das heftigere Problem war, dass der HP-Nerf aber trotzdem das Ganze ein bisschen vereinfacht, weil man halt kürzer durchhalten muss sozusagen. Ja, also im Prinzip geht es ja darum, dreimal diese Platte da wegzusprengen, wenn man da drei Sehnen hat, die A 10% jetzt weniger HP haben, das ist dann doch schon eine Menge Holz. Ja, wird wahrscheinlich, also ich sage jetzt einfach mal, der liegt nächste Woche. Möchte aber dazu sagen, dass ich jetzt irgendwie, wie formuliere ich das? Oder ich wurde ja in den Comments gefragt nach meiner Meinung und jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt meine wirkliche Meinung äußere, dann sagen alle, ja, das labert der Mogi doch nur, weil er jetzt gebannt worden ist und dann will er sowieso SWTOR spielen und alles scheiße und so, ne? Aber ich muss dazu sagen, dass ich diese Meinung schon vorher hatte, ja? Also es hat nichts mit irgendwelchen Bannsachen oder sonst irgendwas zu tun. Und zwar geht es darum, also das hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen, Blizzard hat jetzt für meine Verhältnisse viel zu schnell den Hardmode genervt. Ja, wenn man doch so einen Boss so ultra hart tunt und das nicht, dann will man ja eigentlich auch nicht, dass er umfällt. Und warum nervt man ihn dann jetzt schon? Das verstehe ich nicht. Ja. Finde ich ein bisschen doof. Hätte man vielleicht noch so ein bisschen so lassen können. Zumindest meine Meinung. Und also die Frage war übrigens, worauf ich eingehen wollte, wie ich das finde, dass langsam eigentlich der Hard-Mode zu einem Normal-Mode wird. Und der Normal-Mode eher nur zu so einem Pre-Ding. Und ja, also das Ganze gar nicht mehr so ist, wie es eigentlich mal gedacht war. Dazu machen wir eine Zeitreise. Ja. Es fing an, dass es mal nur Normal-Modes gab, quasi. Also es gab nur einen Schwierigkeitsgrad für einen Raid und den hat man gelegt und der wurde dann nach und nach fast immer genervt und einfacher gemacht und somit konnten diesen Normal-Mode-Raid, weil das war ja das Argument von Blizzard, dass mehr Leute das Ganze sehen können, mehr Leute die komplette Palette erleben können im Spiel. Deshalb ja, wurde das dann natürlich auch immer genervt und ein bisschen angepasst und sowas. Ja, und dann kam man irgendwann auf die Idee, weil vielleicht auch viele Gilden dann gesagt haben, ja, jetzt ist der Normal Mode aber too easy, so, ne, das ist zu einfach, das ist scheiße. Dann kam Blizzard auf die Idee, Mensch, wir führen einfach Hard Modes ein. Das heißt, es gibt einmal eine Variante, den Boss im Normal Mode zu machen, und einmal gibt es eine Variante, den Boss im Hard Mode zu machen, und dadurch haben wir Content für die High-End-Raider geschaffen. Das fing so an in Uldua, dass man erstmal gewisse Voraussetzungen einfach erfüllen musste, um ihn im im Hard-Mode zu machen. Beispiel, Freya hatte drei Ads außenrum, die man stehen lassen musste. Diese Ads haben dann Freya sozusagen Power gegeben. Ach nee, es fing auch bei Sartarion an, fällt mir gerade ein, mit drei Drakes, genau. Wenn man die drei Drachen stehen gelassen hat, war es schwerer, als wenn man einfach nur den Drachen getötet hat, zum Beispiel. Dann irgendwann ist Blizzard von diesem Prinzip aber weggegangen
Und dann konnte man einfach umstellen zwischen Normal Mode und Hard Mode. Und man hat den Encounter im Hard Mode ganz anders nochmal tunen können, mit ganz anderen Damage-Werten wie im Normal Mode. So. Das hörte sich für mich damals, dachte ich so, ey cool, Blizzard interessiert sich sogar für mich. Sogar für Hardcore-Gilden. Sie machen einen Hard Mode, den nur die progressorientierten Gilden sehen. Und der Normal Mode ist für alle. So. Das hörte sich ja erstmal von der Idee her, fand ich ganz gut an. Das Problem ist der Mensch. Und zwar dasselbe Problem, wie man damals hatte, hat man jetzt einfach nur ein bisschen verlängert, meiner Meinung nach. Also man konnte es jetzt verlängern, weil Blizzard fängt immer wieder an, den Hard Mode auch trotzdem immer weiter runter zu patchen. Es ist gar nicht mehr so, also Hard Modes sind krass, auch in Dragon's Hole bestimmt, wenn ich da reingehen würde, auch wenn unser FTH-Rate, wir würden da nicht durchfetzen und gut ist, ja. Da, so meine ich das nicht. Die Hard Modes sind schon hart, aber sie werden Stück für Stück immer runtergenervt und werden eigentlich dann so hingepatcht, wie das früher auch mit dem Normal Mode gemacht worden ist. Und ich habe mittlerweile einfach das Gefühl, dass also dass quasi die Spieler einfach mehr wollen. Ja, also es ist so, Normal Mode Clear, ja, das habe ich jetzt, aber ich will auch den Hard Mode Content erleben. Ja, dann ziehen viele Leute ihre 13 € Joker-Karte und sagen, hier, ich zahle 13 € im Monat, was soll denn der Scheiß? Ich will auch Hard Mode sehen, wow, das ist viel zu schwer und sowas. Und auf einmal wird der Hard Mode dann angepasst, wieder eigentlich genau wie vorher. Ja? Also, versteht ihr, genau dasselbe, was jetzt im Hard Mode immer passiert. Also, in Dragon's Hole ist es ja jetzt gerade erst angefangen mit Deathwing, glaube ich, aber zum Beispiel in Firelands, es wurde ja auch, es wurde immer weiter runtergenervt, immer, immer einfacher. Ja? Das, was man früher auch mit dem Normal Mode gemacht hatte, beziehungsweise der Normal Mode, es gab nur diesen einen Mode. Und jetzt hat Blizzard quasi den Hard Mode rausgebracht, der ja eigentlich nur für die Hardcore-Leute sein sollte. Und der Normal Mode sollte sein für die Leute, die das einfach nur erleben wollen. Und naja, jetzt macht man im Endeffekt wieder dasselbe wie früher. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, oder die Frage, die auch in den Comments gestellt wurde, warum gibt es eigentlich noch diesen Hard Mode? Ja, wenn Blizzard jetzt das LFR-Tool sogar eingeführt hat, dort erleben die Spieler ja auch theoretisch den kompletten Content, relativ leicht aufbereitet. Kann man sich den Hard Mode vielleicht sparen? Weil momentan gibt es zwar drei Schwierigkeitsgrade, aber im Endeffekt fordert die Community und fordern die meisten Spieler, dass sie, also sie sagen, oder viele sind ja der Meinung, vollstens überzeugt, und das kann ich auch verstehen, aber zumindest für viele stört das, glaube ich, einfach auch, wenn das halt einige sagen, hier, ich möchte alles in diesem Spiel antesten können. Und ich will dafür nicht unbedingt voll super krass sein. Ja? Ich meine, wir kämpfen ja auch mit dem Vorurteil, oder viele haben das ja immer gesagt, ja, die bei FTH, die sind ja gar nicht gut, die spielen gar nicht gut, sondern die machen das einfach, weil das alles Hartz-IV-Empfänger sind. Ja? Mittlerweile habe ich mir schon auf dem Stream zumindest einen Gag draus gemacht. Sagt den Leuten immer, dass wenn sie sich bei der Gilde FTH bewerben sollen, also ne, wenn sie eine Bewerbung schreiben, dass sie dann bitte immer den Bewilligungsbescheid, heißt es, glaube ich, also diesen Zettel, den man vom Arbeitsamt bekommt, den müssen sie beilegen, weil die Gilde for the Horde muss ja die Leute, die bei FTH raiden, werden gesondert angemeldet beim Arbeitsamt. Wir haben eine eigene Schlange für WoW-Spieler, viele wissen das ja vielleicht gar nicht im Jobcenter. Das ist so, ne? Also wenn du WoWler bist, dann kriegst du eine besondere Behandlung, dann verstehen die Leute, die dir dort Arbeit vermitteln, das und sagen, ach, kein Problem, bleib weiter arbeitslos, Mensch, bist ja WoW-Pro-Gamer, ne? Und da müssen wir natürlich immer die Leute anmelden bei diesem Ar beim Jobcenter, und deshalb müsst ihr immer euren Bewilligungsbescheid natürlich bei einer Bewerbung beilegen. Ja? Wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, ja, das ist Ironie. Oder Sarkasmus? Ja, ich weiß es nicht. Egal. Ich hoffe mal, ihr habt verstanden, was ich eigentlich damit meine. Und die machen das ja nur, weil sie so viel Zeit investieren. Und trotzdem möchte aber jemand, der weniger Zeit investiert, auch den Hard Mode erleben und sehen. Und
dann soll Blizzard das doch gefälligst anpassen. Ja, so kommt es für mich irgendwie so ein bisschen rüber. Ich finde es nicht ganz gut, ich finde es nicht top, aber im Prinzip hat es mich nie so wirklich berührt, sondern ich war in WoW zumindest in letzter Zeit immer in der Lage, außer jetzt in Dragon's Hole, dass ich immer alles pre-Nerf killen konnte. Das heißt, wenn ich geradet habe, hatte ich meinen Hardcore-Progress und dann, als ich fertig war, hat es nicht mehr lange gedauert und dann war es so, dass Blizzard gesagt hat, ja, wir machen das alles mal ein bisschen leichter und passen das mal ein bisschen besser an. Ja? Das heißt, mich persönlich hat das gar nicht betroffen. Mich hat das in dem Sinne nicht so wirklich gestört, ja? Weil ich hatte ja meinen Pre-Nerf-Hard super toll. Aber ich kann verstehen zum Beispiel, dass eine Gilde, die vielleicht einen Pre-Nerf-Boss, also die tried, ja, sie stecken ihr ganzen Schweißblut da rein und geben alles, ja. Und man ist kurz davor, den zu töten, und die eine Woche entscheidet, ob man es Pre-Nerf killt, und die nächste Woche ist es dann genervt und man haut ihn einfach um. Ich kann mir, also wenn ich in der Situation wäre, dann würde mir das schon, also es würde mich ein bisschen traurig machen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen so, weil ja, man will dann ja irgendwie so, ne? Oh, ich will jetzt aber, und das muss jetzt Pre-Nerf gehen. So, ja. Also meine Meinung ist, dass Blizzard sich mittlerweile den Hard-Mode definitiv sparen könnte und einfach lieber wieder einen knackigen Normal-Mode rausbringt und den einfach so, wie es quasi auch, obwohl im Prinzip ist es egal. Ja. Aber vielleicht ist man dann ein bisschen flexibler, was Boss-Designs angeht oder so. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es komisch, dass Blizzard einen Hard-Mode rausbringt und, also vor, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, ne, wurde ja gesagt, ja, das ist für die Hardcore-Spieler und eigentlich wird es dann doch ganz oft so angepasst, dass die meisten Gilden trotzdem irgendwie den Hard-Mode raiden wollen und natürlich auch da fast alles sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist der Normal-Mode vielleicht nur für so Semi-Random-Gruppen, für so kleinere Raid-Gilden. Ich weiß es nicht. Ja? Aber ich finde auf jeden Fall die Entwicklung doch relativ interessant, weil ja, eigentlich das, was Blizzard damals gemacht hat, warum sie den Hardmode rausgebracht haben, das machen, dafür ist er ja gar nicht mehr da, sondern er wird eigentlich jetzt genauso behandelt, so wie früher der Normal-Mode behandelt wurde. Ja, das ist zumindest so ein bisschen meine Meinung. Ich hoffe, dass ich, oder ich werde da jetzt wahrscheinlich eine Riesendiskussion da breit treten oder vielleicht auch dem einen oder anderen auf die Füße treten. Ja, ich hoffe, also es ist nicht bös gemeint, ja, das ist vielleicht nur so als Info. Ist halt irgendwie, ich hab ja diese Frage gelesen in den Kommentaren vom gestrigen Daily Heroic und haben mir mal so ein paar Gedanken drüber gemacht und die lasse ich euch jetzt einfach mal zukommen. Wie gesagt, der Normal Mode wird ja, also, wobei der wird meistens auch mitgenervt, ne, wenn man so richtig drüber nachdenkt. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall irgendwie komisch. Früher wurde ja, also zumindest bei mir kam es so an, ja hier für die Pro in Anführungsstrichen Gilden oder für die Top-Gilden haben wir jetzt unseren Heroic-Mode hier, extra Schwierigkeitsgrad, super toll. Das ist für die Hardcore-Gamer und der Rest ist für Normal-Mode und im Prinzip wird es jetzt genau so gehandhabt, wie vorher halt der Normal-Mode gehandhabt wurde, beziehungsweise es gab dann mal diesen einen Schwierigkeitsmodus. Finde ich ein bisschen komisch. Ja, aber im Endeffekt Blizzard wird es schon richtig machen, ja. So viele Leute, wie das Spiel spielen, so falsch können sie sich ja nicht anstellen, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ja, das ist zumindest mein kleiner Einblick in diese Richtung. Ich hoffe, dass ich meinem Kritiker da doch entgegengekommen bin und er sich freut. Der Busied, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt dir ein bisschen Einblick gegeben, also meine Meinung zumindest gesagt zu Deathwing. Ich habe meine Meinung dazu gesagt, wie das ist mit frühen Nerfs, ist das gut oder nicht. Also der Nerf jetzt in Dragon's Hole, also nach einer Woche nochmal dran rumschrauben, ja, ich weiß nicht. Es ist, also ich frage mich auch mittlerweile so ein bisschen, also es soll jetzt hier kein Blizzard-Gehate werden, ja, wie gesagt, es hat nichts mit dem Bann zu tun. Aber ich frage mich manchmal so ein bisschen,
Testet Blizzard seine eigenen Encounter? Oder das wäre mal etwas, was mich richtig interessieren würde. Ja? Wie wird so ein Encounter bei Blizzard entwickelt? Und wie wird der getestet? Ist es wirklich so, dass da jemand das so skriptet und dann wird das auf den PTR gepackt und dann testen es quasi die Gilden? Oder wird der vorher, weil es soll ja angeblich so ein internes Testing-Team geben. Ja? Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein und ich hoffe, dass mir das kein, falls ein Blizzard-Mitarbeiter zuhört, wobei wahrscheinlich interessieren die sich eh nicht für mich. Mich würde zum Beispiel interessieren, hat dieses Testing-Team, falls es das wirklich geben sollte, es sind ja nur Gerüchte, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, hat dieses Testing-Team zum Beispiel Sinestra gepult? Und wenn ja, was für Leute sind in diesem Testing-Team, das ihnen nicht auffällt, dass der Cutter links und rechts einfach weitergeht? Ja, das sind Sachen, also keine Ahnung, ich meine, was für Tester sind da drin und so, das sind alles so Sachen, die mich wirklich interessieren würden. Wahrscheinlich werden wir es aber niemals herausfinden, weil die bestimmt den heftigsten NDA-Vertrag des Roffelns des Todes haben und natürlich niemand aus diesem Testing-Team irgendwie jetzt was bei uns bei Malaflas in die Comments schreibt. Aber ihr könnt ja ein bisschen mit die Gerüchteküche anheizen und natürlich auch da Comments hinterlassen zu diesem Daily. Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie geschieht so etwas, ja? Wie wird das entwickelt und so weiter und so fort. Das wäre mal eine spannende Sache. Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Vor allem, da ich gerade so ein bisschen gegen Blizzard hate. Aber das ist eigentlich gar nicht so gemeint, sondern ja. Es sind einfach meine Meinungen gerade, ja. Ich meine, also Blizzard macht's ja richtig, ja, aus rein wirtschaftlicher Sicht. Viele Abonnenten, das Spiel muss für die breite Masse sein und trotzdem versuchen sie ja auch, das muss man ihnen zugute halten, ein bisschen was für die Hardcore-Raider zu machen, indem sie halt den HC-Modus haben, aber wird dann immer noch ein bisschen leicht genervt, sodass er dann irgendwie doch wieder fast für alle verfügbar ist. Ich muss da mal irgendwie vielleicht mit einem der Mana Flask Admins sprechen, ob wir vielleicht mal so ein Vote machen können. Ja, mich würde das tierisch interessieren, wie viele der Mana Flask, also wie viele Leute aus der Community haben schon mal Hard Modes getötet? Und wie? Also mit Gilde, mit Random-Gruppe, aber so meine Erfahrung ist, dass einige Hardmodes in Firelands sogar mit Random-Gruppen getötet worden sind. Und das wäre ja, ist dann ja schon ein bisschen, ist ja eigentlich nicht mehr das, wofür es gedacht war, ne? Naja, aber Blizzard versucht's ja und ja, vielleicht ist dann doch irgendwie so, dass der Druck da ein bisschen zu groß ist von der Community, ich weiß es nicht. Schreibt's mir in die Comments, damit ich vielleicht aufgeklärt werde. Ja, ich möchte mich übrigens bei dem Busid mal ganz herzlich bedanken. Kritik? Ich meine, wer freut sich schon über Kritik? Ja. Ich habe mich heute drüber gefreut, weil es war ganz normale Kritik, es war konstruktive Kritik und ich denke mal und hoffe mal, dass ich die auch, sag ich mal, versucht habe, so ein bisschen zumindest umzusetzen. Und es war heute, glaube ich, der erste Tag, wo ich nicht beleidigt worden bin. Also ich bin super happy. Toll, toll, toll. Ja, was machst du da? Was willst du von mir, meine ich? Wenn du jetzt Kabel reinstecken kannst. Ja, kann ich machen. Aber dauert noch ein bisschen. Ja. Ja, ja. Ich weiß. Heute ist, ich weiß es gar nicht, wie lange es ist, aber es ist, ich bin heute so in Redelaune. Ich wurde heute nicht beleidigt, das muss ich ja der Community mitteilen. Das ist ja, das ist ein neuer Tag. Allerdings muss ich dazu sagen, der gute UPS-Mann hat heute geklingelt, hat ein Paket vorbeigebracht. Der hat dich beleidigt. Nein, nein. Der hat zwar auch gemeckert aus anderen Gründen, aber ich hatte Angst. Oh mein Gott, ist es jetzt wieder jemand, der mich besucht? Also ich habe jetzt richtig Schiss, muss ich sagen. Das ist wenn du aber jetzt ganz viel darüber redest, dann genau. Also kommt bitte nicht vorbei. Danke. Das noch 10 Mal und dann richtig. Ja, ja, wenn ich hier fertig bin, Schatz, bitte. Ja, hast du gerade schon gefragt. Wenn man, also die Frau, ne, sie war heute übrigens, ich möchte das gerade mal festhalten, Schuhe kaufen. Ja? Also,
Das nur weil wir bei dem Einschuhladen waren. Ja. 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 Weil die Schuhe nicht in meiner Größe hatten. Ja. Ja. Mussten wir noch in den nächsten Schuhladen. Ja. Dort hatten sie auch Schuhe. Aber ja. Nicht die, die ich haben wollte, in meiner Größe. Ja, und deshalb hast du im Internet welche bestellt und noch welche im Laden gekauft. Ja, dann, deswegen mussten wir dann erstmal nochmal durchs KDW durch. Ja. Durch die Parfümerieabteilung und so. Ja. Um dann irgendwann natürlich nach, weiß ich nicht, gefühlten 5 Stunden die Schnauze voll zu haben und zu merken, Mensch, aha, es gibt ja noch Zalando. Ja, da habt ihr dann bestellt. Jetzt haben wir auch Werbung gemacht für die nette Seite. Aber nachdem wir gemerkt haben, Mensch, man kann ja Schuhe auch im Internet bestellen. Ja. Was wir auch gemacht haben. Ja. Ja, dachten wir, gehen wir auch nochmal sicher und gehen nochmal in den nächsten Schuhladen. Okay. Das klingt doch. Also ich meine, ne? Ja, die Frauen, die eventuell hier zuhören, werden jetzt wahrscheinlich sagen, ah, ist das toll! Aber, ja, ist schön, Schatz. Super. Habe ich Schuhe gekauft? Ja, schön, du hast Schuhe gekauft. Ich bin ganz stolz auf dich. Das ist super, wie du mein Geld ausgibst. Voll, das ist, dein Schatz, Geld? Ist, unser Geld, meine ich, viel... Ich habe keins mehr, es gibt nur noch ihrs und unsers, ne? Das ist so. Und jetzt geschlafen, komm. Ja. Die Leute übrigens, die meinen Stream schon länger verfolgen, die Übergangsschuhe aus dem letzten Jahr sind ja jetzt kaputt und deshalb braucht man neue. Und ja, ich weiß, weil du leider ja nicht wirklich ins Bett gehst. Ja. Das, Übergangsschuhe. Ich musste heute ja, Winterschuhe anziehen, obwohl ja, es gar kein Winter ist. Waren das jetzt Winterschuhe oder die Schuhe für den tiefsten Winter? Nein, heute musste ich Winterschuhe anziehen. Heute war ein Winter, aber die für den tiefsten Winter hast du noch. Die habe ich noch, aber die, das ist ja nicht tiefster Winter. Ach so. Ist gerade Winter oder ist noch Übergang? Wir sind so ich halb, muss das wissen. Wir sind so halb im Übergang. Halb im Übergang. Gibt es dafür nochmal extra Schuhe, so im Halbübergang? Ja, so kurz ja? vor Winter der Übergang. Kurz vor Wind, alles okay, ich. Ja. Ist in Ordnung. Ich warte ja quasi täglich drauf, dass wirklich Winter wird. Ach so, damit du dann Winterschuhe kaufen kannst. Ne, anziehen. Ich hab ja anziehen hast du. Ja. Ja, okay, also das, ja. Das ja. Total logisch. Das verstehe ich völlig. Ja. Also, das. Schlaf gut, mein Schatz, ich komme gleich ins Bett. Ich hör dich. Und, ja, ich weiß. Ja, ich habe euch... Ich habe täglich, nur dass ich weiß, auf Arbeit deine Daily Heroic an. Das Tag. Fällt mir jeden Tag auf Arbeit. Also okay. Schlaf schön. Ich bin gleich auch im Bett. Ich bin ja. gleich bei dir. Ja, ist in Ordnung. Da weht ein eiskalter Wind durchs Schlafzimmer. Ja, das weiß ich auch. Ja. Ich weiß übrigens gar nicht, ob man sie überhaupt so gehört hat. Vielleicht müsst ihr mir das dann auch mal so im Feedback sagen. Sonst war das jetzt relativ doof für euch natürlich, diese Passage. Ja, aber ich habe die Kritik, glaube ich, angenommen, Brucey. Du kannst natürlich gerne wieder einen Comment hinterlassen und sagen, ja, so habe ich mir das vorgestellt, Mogi, oder nein, das war nicht das, was ich wollte. Ich habe mir das ein bisschen anders gewünscht und dann versuch es mir nochmal zu erklären. Und jeder andere, der Kritik äußert oder Vorschläge hat, über die ich reden soll, raus damit. Ja, ist kein Problem, nehme ich alles eigentlich an. Wenn ihr dann jetzt auch noch die wenn die Beleidigungen so wie heute auch ausbleiben, dann bin ich, ne, dann, ach, dann hüpft mein Herz. Ja, ansonsten war es das eigentlich für heute. Ich hoffe, ich habe euch... Oder ich habe es diesmal geschafft, einen Mix aus Trash und auch ein paar wichtigen Infos herauszubekommen. Oder zumindest rauszuhauen. Wobei ich auf das Deathwing-Thema ja nur so ansatzweise angeschnitten habe. Weil ich einfach noch nicht alles spoilern will, was wir auf dem PTR so ja quasi rausgefunden haben. Weil unsere Gilde, ne, das möchte ich auch nochmal in diesem Moment ankündigen. Wer auf manaflask.com vorbeigeschaut hat, dort ist eine News. For the Horde, the show must go on. Dort ruft Shea dazu auf, dass spätestens zu Mist of Pandaria wieder zu alter Kraft gefunden wird bei FTH, zumindest im WoW-Bereich. Und da geht's auch um Bewerbungen. Ich glaube, es ist für alle Klassen offen. Schaut euch das mal an. Und
ja, das ist auf jeden Fall, wer raiden möchte und wer da Bock hat, irgendwie im High-End-Raiding-Bereich einzusteigen, der sollte sich die News auf jeden Fall mal durchlesen und das auf jeden Fall sich überlegen. Für die SW-Tor-Abteilung, der Jens hat, glaube ich, schon einen Söldner-Guide gemacht. Ja, ansonsten möchte ich auch nochmal hier ganz klar auf was anderes hinweisen. Es ist ja Weihnachten, bald, und es ist so, dass wir was zu verschenken haben. Viele von euch haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Das Gewinnspiel läuft noch bis diese Woche Freitag, ja. Die letzte Chance, guckt auf manaflask.com, da ist eine News dazu. Das Ganze heißt, Manaflask Gewinnspiel dreht den Swag auf. Ich kann euch nur sagen, den Swag aufzudrehen lohnt sich gewaltig, ja. Ihr könnt da eine Anansi gewinnen von Razer, eine richtig geile Tastatur mit den Daumen-Umschalttasten. Wirklich, ich habe sie hier gehabt zum Testen, richtig geiles Teil. Ihr habt die Chance, eine Naga Epic zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich für MMOs, würde ich jetzt einfach mal sagen, eine, also wenn nicht die beste, dann auf jeden Fall eine der besten und hochwertigsten Mäuse, die ihr überhaupt haben könnt. Ja. Dazu kriegt ihr noch einen Goliathus Mauspad. Das Mauspad benutze ich sogar selber. Also ihr könnt hier richtig was gewinnen, ja, nicht irgend so ein Kladderadatsch für 2,99 €, sondern das ist wirklich richtige Qualität, die ihr da gewinnen könnt. Und ja, da möchte ich euch auf jeden Fall nochmal drauf hinweisen. Geht also auf manaflask.com, checkt die News für das Gewinnspiel, mitmachen, 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 ja. Ich bitte euch, macht mit, holt euch die Geschenke, sie liegen da, sie wollen nur abgeholt werden, ja. Also da solltet ihr auf jeden Fall nochmal mitmachen. Könnt ihr alles übrigens zweimal gewinnen, ja, insgesamt. Also das ist, wenn ihr das in Euro umrechnet, könnt ihr mal auf razorzone.com gehen. Ja, da hat euch der Weihnachtsmann aber einen ganz schön dicken Sack vorbeigebracht, ne? Also bitte, 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 macht beim Gewinnspiel mit, haut rein und ich wünsche euch natürlich viel Glück, dass hier der ein oder andere, der mein Daily Heroic hört, gewinnt, ja. Jedem einzelnen von euch drücke ich die Daumen. Ja, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich jetzt auch mal für heute und sag tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Mogi.